Wir haben aus der Presse entnommen, dass die Königin von Schweden Silvia hier im Rathaus ist, zu einem Festakt, zu dem der Kinderschutzbund eingeladen hat, und zwar um das 20-jährige Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention zu feiern. Und wir sind der Meinung, es gibt keinen Grund zu feiern, weil, was die meisten Menschen nicht wissen, Deutschland hat diese Kinderrechtskonvention nur mit einem Vorbehalt unterschrieben. Dieser Vorbehalt bedeutet, dass diese Konvention in Deutschland nur für deutsche Kinder gilt und nicht für Ausländerkinder, für Flüchtlingsmigrantenkinder, um die wir uns von Pro Asyl kümmern. Und wir erleben täglich, welche Auswirkungen das hat. Zum Beispiel hat nach der Konvention ein Kind das Recht auf beide Elternteile. Da das für Deutschland, für die Ausländerkinder nicht gilt, darf aus ausländischen Familien zum Beispiel der Vater alleine abgeschoben werden. Dazu kommt, sie haben eingeschränkte Möglichkeiten der Berufsausbildung und der Berufsaufnahme, weil viele von ihnen, wir schätzen so in Essen etwa 500 Kinder sind davon betroffen, die noch mit Duldung leben, immer alle 3 Monate nur die Duldung verlängert bekommen und dadurch faktisch keine Chance haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wir haben uns mit dem Kinderschutzbund in Verbindung gesetzt, der übrigens auch unserer Meinung ist. Wir arbeiten nicht gegen den Kinderschutzbund. Erstmal werden die Bürger, die Königin nicht zu Gesicht bekommen. Das ist schon mal geklärt. Es sind ja nur geladene Gäste im Rathaus. Wir kritisieren an der Königin überhaupt nichts. Wir haben angenommen, wir wissen es nicht, ob es so ist, dass sie gar nicht weiß, dass Deutschland dieses Defizit noch mit sich rumschleppt und haben deshalb auch die Königin angeschrieben. Wir haben sie darüber informiert, dass, wie die Situation in Deutschland ist, und haben sie gebeten, doch bei ihrem Besuch dazu Stellung zu nehmen, darauf hinzuweisen.